Die Sprachassistenten gelten als der große Wachstumsmarkt in 2018. Deshalb stand auf dem Dach des Google-Messestandes in Las Vegas "Hey Google", denn damit wird deren Sprachassistent aktiviert. Doch ganz klarer Marktführer und Star ist natürlich nach wie vor Amazons Alexa. Und die stellten in Las Vegas Kooperationen mit Toyota Cars, Vuzix Smart Glasses und den Kohler Smart Toilets vor. Ob es jedoch jedermanns Sache ist, mit Alexa auf eine Toilette zu gehen, das sei mal dahingestellt. Google präsentierte in Las Vegas seine Kooperationen mit sprachgesteuerten Lautsprechern der Marke JBL, LG und Lenovo. Weitere Mitbewerber von Alexa neben Google sind natürlich immer noch Siri von Apple und ganz neu Bixby von Samsung, das Sprachsystem für die Fernsehgeräte dieser Marke. Doch während die anderen noch träumen, kann Marktführer Amazon inzwischen schon auf 4000 Geräte verweisen, in welchen die Alexa-Sprachassistentin schon eingebaut ist. Dazu kommen noch 1200 Kooperationen mit Markenartikeln und dann noch ein Feld von 30.000 Apps für die Alexa. Und das ist sehr beeindruckend, weil angeblich die App-Entwickler schon sechsstellige Summen pro Jahr mit nach Hause nehmen. Außerdem gibt es schon die ersten Beispiele, wie Werbung, also Product Placement, in die Stimme von Alexa, in das, was sie spricht, integriert wurde. Aber auf diesem Gebiet will man es vorerst mal bei diesen Beispielen belassen. Und das noch nicht übertreiben. In einem anderen Markt ist die Anwendung jedoch viel notwendiger und natürlicher. Und ich meine damit im Bereich von Behinderten, die damit ihr Leben etwas unabhängiger und selbstständiger gestalten können. Und in diesem Marktsegment wird es wohl auch überhaupt keine Vorurteile geben können, damit man diese Sprachassistenten rund um die Uhr und überall verwenden kann. Und deshalb ist davon auszugehen, dass allein schon durch diesen Markt diese Technologie weiterhin wachsen und stärker werden wird. Denn neben den Behinderten sind wir natürlich alle eine Zielgruppe, und zwar dann, wenn wir etwas älter und gebrechlicher sind. Und insofern, klar, ist da natürlich ein gigantischer Markt zu sehen.